Mahlzeit! Ich grüße euch aus dem Nationalpark der Sächsischen Schweiz. Heute geht es mal zu einer richtig schönen Aussicht, und zwar die Schrammsteinaussicht. Wir gehen hoch über den Wildschützensteig, kommen später über den Jägersteig wieder runter. Im Hintergrund sieht man schon ein paar Treppen, das gehört noch nicht dazu. Wir befinden uns noch ungefähr 2 Kilometer von den Schrammsteinen entfernt. Jetzt geht es erstmal hier ein ganzes Stück hoch, dann ein Stück durch den Wald und dann sind wir schon dort. Viel Spaß bei dem Video! Machen Freude. Die ersten Treppen sind geschafft, jetzt geht es auf geraden Weg durch den Wald zu der Schrammsteinaussicht bzw. erstmal zu dem Aufstieg. Wer die Tour hier auch mal laufen möchte, ich werde die Koordinaten von dem Startpunkt, wo ich angefangen habe, mal unten in der Videobeschreibung mal reinschreiben, falls ihr das auch machen wollt. Ist auf jeden Fall herrlich, wunderbar, wunderbar. Da ist auf jeden Fall alles nass und schlammig hier. Hinter mir sind zwei einzelne Felsen, die nennen sich die Schrammtorwächter und dahinter befindet sich das Schrammtor. Da gehen wir gleich zwischen den Felsen durch. Jetzt habe ich gerade das Schrammtor durchschritten. Ich bin von der westlichen Seite gekommen aus Richtung Bad Schandau, ne, und die Schrammsteine, das sind Felsen, die aneinandergereiht sind sozusagen. Und das ist so eine Lücke, die heißt einfach Schrammtor. Und da kommt man durch auf die östliche Seite und da muss man an den Schrammstein noch ein bisschen vorbeigehen und dann kommt man langsam Richtung Kletteraufstieg. Hinter mir befindet sich jetzt der Einstieg zum Wildschützensteig. Da geht es jetzt hoch mit einigen Leitern, Treppen etc. zur Schrammsteinaussicht.
So, ich bin jetzt fast oben. Ich konnte leider nicht alle Passagen des Aufstiegs filmen, da es einfach viel zu überlaufen ist hier. Also wirklich alles voller Menschen. Ich war schon viermal hier oben und habe noch nie so viele Leute hier gesehen. Ich hoffe, mich hat keiner gesehen, dass ich hier hoch bin, dass ich hier meine Ruhe habe. Ihr seht, das ist wie eine Ameisenstraße. Ich frage mich, wo die alle hingehen. Da oben ist ja auch nicht unbegrenzt Platz. Jetzt bin ich ganz oben auf einem Felsen der Schrammsteine. Hier sind nicht ganz so viele Leute und saß jetzt schon hier, habe die Aussicht ein bisschen genossen. Wenn man hier sitzt, ist herrlich. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsorte hier in der Sächsischen Schweiz. Drüben befindet sich noch der offizielle Aussichtspunkt, da geht es jetzt gleich nochmal hin, aber genießt erstmal diese Aussicht hier. Mit der Tour bin ich gestartet auf der westlichen Seite der Schrammsteine, das befindet sich hier dahinter. Dann ging es hier vorne durch das Schrammtor, unten durch das Tal und dort hinten irgendwo ging es dann nach oben. Und ganz in der Ferne da hinten dieser Tafelberg, da oben drauf befindet sich die Festung Königstein. Auf der Seite befindet sich noch ein Gipfelpfad, den werde ich dann auch noch laufen, nachdem ich bei der zweiten Aussichtsplattform war. Und dann geht es dort den Jägersteig runter wieder ins Tal. Dort hinten sieht man die Elbe, ungefähr wo mein Finger ist, ist auch die Grenze zur Tschechei. Wurde gerade jemand mit dem Rettungshubschrauber abgeholt. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ganz vorne am vordersten Punkt der Aussichtsplattform und ich genieße das jetzt einfach. Sollte man hier auf jeden Fall nicht haben. Das ist zwar durch ein Geländer gesichert, aber rechts und links geht es einfach verdammt weit runter. Und zwischendurch hat man kleine Felsspalten, über die man muss. Das ist dann schon nicht ohne.
Jetzt bin ich wieder abgestiegen von der Aussichtsplattform auf das Plateau, was sich zwischen den Schrammsteinen befindet. Da, wo wir am Anfang angekommen sind, nach dem Wildschützensteig. Jetzt geht es über diesen Pfad noch über einen Gipfel drüber und danach kommt der Jägersteig. Das ist dann der Abstieg. Jetzt ging es hier die Treppe runter. Das ist die Verbindung zum nächsten Felsen. Der ist hier hinter mir. Hier geht es jetzt hoch und dann wandert man schön über den Grat da oben. Hier ist nochmal eine richtig schöne Aussicht zwischen den beiden Felsen in der Schlucht. Das lohnt sich auf jeden Fall auch mal zu sehen. Hier sieht man mal schön, rechts und links geht es runter. Und genau oben auf dem Grat befindet sich der Weg. Hier ist auch sehr schmal hier vorne. Jetzt zwischen den nächsten beiden Felsen. Hinter mir kann man jetzt weiter hoch, über den Grat noch weiter wandern. Dann kann man dann zum großen Winterberg. Wir steigen aber jetzt ab. Jetzt geht es hier auf der Seite runter, den Jägersteig. Wieder bei dem Schrammtor angekommen. Es war auf jeden Fall eine schöne Tour. Auch das Wetter war perfekt für die Aussicht. Wenn es ein bisschen neblig ist, dann sieht man da oben recht wenig. Heute war das perfekt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, gerne Daumen nach oben geben, Kanal abonnieren. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao!